He's learning to talk. Who's learning to talk? I mean, when you think about it, aren't we all just learning to talk? Oh my God, you're so right. It's the Learning to Talk Show. Hello and welcome again to the Learning to Talk Show. I'm your host, Mickey Mangan, and today is the beginning of week... I have 2 weeks left. So I think it's week 48 in Germany, and I'm in Berlin for the final seminar of my program. And as a very special guest, I have to talk with on the show the first cameraman in Learning to Talk Show history, Karl Skarbek. Wie geht's, Karl? Hey Mickey, wie geht's dir? Alles gut. Es freut uns so sehr, dass wir diesen Kreis vollbringen können. Ja, nee, es ist wunderschön, also wieder dieses Learning to Talk Show. Ja. Also du warst der Grund, auf wem ich die ganze Show gebaut habe. Das stimmt, wo Alex so am Anfang ich mit dir mit Alex erfüllt habe. Im Flughafen. Und weißt du, Karl hat schon ein Wort in Learning to Talk Show gesagt. Was habe ich gesagt? Erinnerst du dich? Das Wort war Fahne. Fahne? Ja, genau. Flagge, Ich habe Flagge gesagt. Aber das ist auch richtig eigentlich. Echt? Man kann entweder Flagge oder Fahne sagen. Wow. Zwei Ausdrücke dafür. Das ist sehr avanciert. Ja. Wow. Wo sind wir jetzt? Wir sind auf diese Dachterrasse. Eine echt schöne Dachterrasse. Im Backpacks Hostel. Backpacks. Downtown. Gibt es drei verschiedene Orte. Backpacks Orte. Man muss sich unterscheiden so zwischen die. Ja, ich würde nicht wirklich glauben, dass eine die andere besser als diese sein könnte. Aber guck mal dieses Schwimmbad. Schwimmbad ist das schon. Wir haben den ganzen Tag da gebadet. Ja. Und wir sind ein bisschen so in die Sonne gelegt, ein bisschen gebräunt. Ja. Schon sehr Bräunung ist immer wichtig. Das ist etwas, das ich gelernt habe von der deutschen Kultur. Wir sind in Berlin Stadtmitte. Die Fußball-EM spielt jetzt Russland gegen Polen. Ja, Polen verliert gerade. Gerade, was für mich also schade ist, weil ich polnische Herkunft habe. Herkunft? Ja. Ich habe keine polnische Herkunft. Das ist schade. Aber ich komme aus Chicago. Da gibt es viele Polen da. Aber ich habe nur irische Herkunft. Das ist ein cooles Wort. Herkunft. Es ist auch nett. Ja. Irland hat sehr peinlich verloren am Sonntag. 2-1. Ja, ich würde lieber nicht darüber reden. Aber weißt du mal, worüber ich gerne reden würde? Ja. Diese Pflanze. Karl hier ist ein sehr Experte Hortikultur. Ich bin ein Botaniker. Botaniker. Wir sagen auf Deutsch. Ja, wie ich mein Praktikum in einer Produktionsfirma mache, macht Karl sein Praktikum in... Im Botanischen Garten der Universität Rostock. Rostock, ja. In Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern, an der Ostsee. Ja. Schön. Und diese Pflanze, also ist eine Kletterpflanze. Man kann sehen, wie das hier so hochklettert. Die Blätter sind... Es geht rum. Es geht rum, ja. Es greift. Es greift. Es will etwas festhalten, weil es hat so keine dicke Stamm. Mhm. Es hat nur so eine dünne Stamm. Und es wächst hier so hoch, damit es ein bisschen Stabilität hat. Ja. Und die Sonne, ja... genießen kann. Und was macht es dann, wenn es kein Stabilitätsholzstück finden kann? Dann klettert es auf so ein Band oder auf eine andere Pflanze oder... Ja, das sieht irgendwie ähnlich aus wie die Pflanze, dass man auf der Seite von Häusern sieht. Genau, diese Efeu nennt man das. Efeu. Schön. Rot und grün. Also fast halbrot. Rosa eigentlich. Und wie würdest du, also warum... Warum hast du Pflanzenwissenschaft entschieden als Karriere hier in Deutschland? Also Pflanzen interessieren mich sehr. Die sind ein berühmter Teil unseres Erde. Und naja, es ist überall. Man kann hier die Bäume sehen, die sind ein wesentlicher Teil der Stadt. Und ich finde auch, die sind für uns sehr wichtig, um einfach so...
zu überleben. Ja. Also man braucht für Nährung und ja, und zum Atmen, genau, für Atmen. Die Sauerstoffversorgung und so weiter. Und Sauerstoff ist ein komisches Wort. Das ist ein komisches Wort, finde ich auch. Sauerstoff. Ja, das ist eigentlich O2. O2. Das ist nicht sauer, das ist lecker. Warst du schon im O2-Stadion in Berlin? Nee, noch nicht. Es gibt ein O2, wo die Basketballspiele. Ich habe ein O2-Handy. Ach so. Prepaid. Ja. Wo, hier habe ich ein sehr wichtiges, ich kann, ich habe schon ein SMS geschrieben zu dir. Ach so. Es heißt, würdest du als Gast mit mir eine Lernte-Talkshow machen? Aber ich habe das geschickt und dann, genau als ich diese SMS geschickt habe, ist mein Konto zu wenig geworden. Das ist kein Guthaben mehr. Zu niedrig. Ja, das ist schade. Ja. Aber es ist nicht so schade, weil wir das schon gemacht haben. Ja, und ich freue mich total, dass endlich mein erster Kameramann als Gast war. Ja. Und dass ich eigentlich reden kann. Ich wollte nur eine Sache sagen. Ja? Also ich war letzte Wochenende in Dänemark. Und das war sehr komisch, weil die Dänen, es scheint, dass die Donkey Kong sehr mögen, weil es steht überall DK. Echt? Ja. Wow. Wahnsinnig. Und tragen sie auch so Krawatten? Ja, Krawatten und... Rote Krawatten und keine Hose? Und viele Bananen. Ja, ah, das ist gefährlich. Ja. Aber das ist gut zu wissen. Das war, ich bin noch nicht in Dänemark gewesen. Ja, es ist einfach mit der Fähre über die Ostsee. Ja, schön. Ich würde gerne für immer mit dir reden, Karl. Ja. Aber wir müssen leider diese Episode zum Abschluss bringen. Ja, also auf Wiedersehen. Tschüss. Schönen Abend noch. Vielen Dank, dass ihr es geguckt habt. Und wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche. Wieder in Köln wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss. Ciao.